Auch jetzt in der absoluten Hochsaison kann man hier in Balatonlelle einen Parkplatz finden. Und von hier aus muss man nur einige Minuten spazieren und dann ist man schon am Hafen. Überall gibt es hier schön gepflegte Grünflächen, wie Sie das auch hinter mir sehen können. Viele Leute wollen auch gerade zum Strand. Vielleicht sieht man das jetzt auch hier auf dem Bild im Hintergrund. Und hinter mir gibt es auch einen Fahrradweg, auf dem man bequem den Hafen und auch den Strand erreichen kann. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir zum Hafen gehen. Schon der Weg zum Hafen ist ein typischer Südufererlebnis. Man hat überall diese schönen Grünanlagen. Alles ist flach und überall sieht man Leute, die ganz bequem zu Fuß zum Strand gehen. Es gibt ja hier ganz große Ferienanlagen, sehr viele Ferienhäuser. Und deshalb machen hier viele Leute auch so Urlaub, dass sie den Strand fußläufig erreichen können. Und das hier auf der rechten Seite von mir ist auch das, was immer wieder dazu gehört zum Balatonufer. Auch hier im Süden, überall Restaurants und Imbissstuben. Denn zum Urlaub gehört ja auch gutes Essen und deshalb gibt es auch so ein reichhaltiges Angebot. Und das heißt natürlich so viel, dass es hier nicht nur ein Restaurant gibt, sondern eine ganze Menge, wie Sie das hier vielleicht hinter mir auch sehen können. Aber damit haben wir den Eingang zum Hafen auch schon erreicht. Hier werde ich jetzt lang gehen, um Ihnen den Hafen zu zeigen und auch das, was man dort sehen kann. Jetzt in den Mittagsstunden dreht sich das Riesenrad natürlich noch nicht, aber am Abend, da wird es sicherlich viele Leute geben, die mal eine Runde mitfahren möchten, um die Aussicht auch von ganz oben zu genießen. Es ist natürlich kein großer Hafen hier in Balatonlelle, eher ein Bootshafen, ein Jagdhafen könnte man sagen. Aber wenn ich mich jetzt wende und wenn Sie das sehen werden, was ich sehe, dann werden Sie sicherlich mit mir einverstanden sein, dass es sich jederzeit lohnt, hier einen Spaziergang zu machen, einen Ausflug nach Balatonlelle zu unternehmen. Der Bootshafen und die Mole hier in Balatonlelle befinden sich direkt neben dem großen Strand. Sie sehen ja hinter mir, der Strand ist wirklich ganz gut besucht, auch jetzt in den Mittagsstunden am Montag, am letzten Tag im Sommermonat Juli. Also wir haben jetzt wirklich schon eine absolute Hochsaison, das lässt sich schon sagen. Und wenn ich mich wende, dann sieht man das vielleicht an diesem Bild nicht so sehr gut, aber hier kann man sich auch verschiedene Wassergeräte leihen, wenn man das möchte, auch Saft und andere Sachen. Und hier hinter mir befindet sich auch die Mole, wo wir jetzt wirklich hingehen werden. In Balatonfeldvár oder in Fonyód ist der Jagdhafen natürlich größer, aber dafür ist hier alles viel übersichtlicher. Vielleicht auch ein bisschen alles viel menschlicher und alltagsfähiger, würde ich vielleicht sagen. Auch deshalb lohnt sich ein Ausflug nach Balatonlelle. Und sehen Sie mal, hier auf der anderen Seite haben wir den See mit dem Strand, eine wunderschöne Aussicht auch von hier aus. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, dann kann ich Ihnen einen Ausflug hierher nur empfehlen. Und wenn wir ein bisschen übertreiben möchten, dann können wir sagen, dass Balatonlelle nicht nur einen Bootshafen hat, sondern auch einen richtigen Schiffshafen. Ich muss hier noch diese zwei Treppen hochsteigen und dann sehen Sie hinter mir auch schon, was ich damit meine. Von hier aus fahren auch Linienschiffe in verschiedene andere Städte am Balaton. Also man kann nicht nur einen kleinen Schiffsausflug machen, sondern man kann auch andere Ortschaften erreichen, wenn man nicht mit dem Auto oder mit dem Zug fahren möchte. Und wenn man die Schiffsstation hinter sich gelassen hat, dann kann man hier noch ein bisschen weiter spazieren, so gut 100, 150 Meter würde ich sagen, bis zur Spitze der Mole. Und von dort aus hat man eine wirklich wunderschöne Aussicht, wie Sie das auch gleich sehen werden. Und die Spitze der Mole ist natürlich auch ein ganz guter Ort, ein guter Platz für die Angler und für all diejenigen, die hier auch noch ein schönes Porträtfoto von der Familie schießen möchten. Das tun viele Leute, die hier den Hafen von Balatonlelle besuchen und das ist absolut verständlich. Jetzt habe ich die Spitze der Mole auch erreicht und ich habe mich auch ein bisschen hingesetzt. Nicht weil ich müde wäre, sondern weil man so die Aussicht vielleicht noch mehr genießen kann. Und es ist wirklich eine absolut schöne Sache im Sommer hier zu sein, aber auch in anderen Jahreszeiten. Aber jetzt hat man ja hier eine ganze Menge von zufriedenen Leuten um sich herum, die gerade einen Urlaub genießen und deshalb ganz ausgewogen sind, ruhig sind, die nicht in der Eile sind, nicht im Stress sind wie sonst im Alltag. Also wenn Sie im Sommer da sind, dann ist so ein kleiner Ausflug auch wie ein Balsam für die Seele. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Ausflug in den Hafen von Balatonlelle nicht zu viel versprochen habe. Und wirklich, wenn Sie es tun können, wenn Sie nicht hier in der Nähe Urlaub machen,
einen Ausflug ist es jederzeit wert. Bei schönem wie auch bei weniger schönem Wetter. Aber zum Glück haben wir heute Sonne.